Die Herausforderungen des Production Engineering für die Automobilhersteller sind, dass in kürzerer Zeit mehr Autos produziert werden müssen und die Kundenanforderungen immer individueller werden. Gleichzeitig nimmt die Fertigungskomplexität zu und die Kosteneffizienz muss gesteigert werden. Der größte Hebel, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist das TIA-Portfolio mit dem TIA-Portal. Das TIA-Portal bietet die Engineering-Basis für die Automobilstandards. Das TIA-Portal ist gleichzeitig ein Engineering-Framework, womit wir die Steuerung, Visualisierungssysteme, Antriebe oder auch Safety-Komponenten projektieren und programmieren. Es gibt viele Beispiele, wie das Automatisierungsportfolio und das TIA-Portal den Automobilherstellern helfen. Zum Beispiel ein integriertes Sicherheitskonzept für die Zutritts- und Datensicherheit oder auch das integrierte Bibliothekskonzept im TIA-Portal erleichtert den Datenaustausch zwischen Automobilisten und Anlagenlieferanten. Das Production Engineering bildet den Zugang zum digitalen Unternehmen. Es werden weitere Voraussetzungen für die Anbindung an den Datenbackbone Teamcenter geschaffen. Heute ist es im Moment so, dass die Daten aus dem Product Design und der Produktionsplanung manuell in separate Software-Tools übertragen werden müssen. Mit einem durchgängigen Workflow werden wir das in Zukunft ändern. Daten aus Mechanik, Elektrik und Automatisierungstechnik werden automatisch zusammengeführt und bereitgestellt. Damit kann der Engineering-Aufwand erheblich reduziert werden. Wir haben die Möglichkeit, mittels unserer virtuellen Controllers, PLCs im Advanced, eine virtuelle Inbetriebnahme vor Produktionsbeginn zu machen und die Anlage auch zu simulieren. Dies kann die Gesamtqualität steigern und Fehleranfälligkeit verringern. Siemens ist der richtige Partner für die Automobilindustrie, weil wir das komplette Portfolio von Product Design bis hin zu den Services anbieten, basierend auf dem Datenbackbone Teamcenter, womit der Kunde die volle Durchgängigkeit seiner Daten und die höchste Transparenz hat.